Wie wird man auch so Vereine oder politische Jugendorganisationen, wann das auch eine Möglichkeit, dass man sich sozusagen über das trifft oder wandern oder keine Ahnung? Ja, das war der Verband Sozialistischer Mittelschüler. Da haben wir uns getroffen und haben uns weitergebildet. Nicht die sozialistische Jugend, also zu Ja. der Zeit haben wir auch also so Wanderungen organisiert oder wir haben uns wöchentlich getroffen, manchmal dann zweimal wöchentlich getroffen, zu sogenannten Heimabenden, also so Gruppenabende, wo man ein Programm einfach entworfen hat, ein bisschen über bestimmte Themen diskutiert hat, oder dann hat es einmal einen Film gegeben. Dann hat man gemeinsam irgendeinen Ausflug gemacht. Also, das hat schon gegeben. Es waren damals, also vor allem die politischen Jugendorganisationen, wesentlich stärker verankert, als es heute sind. Also wenn ich denke, im Obdach, also das ist wirklich damals ein sehr kleiner Ort gewesen, also ist heute auch noch nicht groß, aber damals noch viel kleiner. Dorffeste sind nicht. Ja, nein, aber da haben wir eine Organisation der sozialistischen Jugend gehabt mit 50 Mitgliedern. Also das war durchaus etwas. Ne? Ich weiß nicht, ob die SE jetzt in Graz 50 Mitglieder hat. Also das weiß ich nicht. Ja, doch. Ne? Die sind ziemlich viele. Ja. Aber die Frage ist eben so, also war es sozusagen im Politischen auch sozusagen dieses sozusagen sich begegnen oder gemeinsam Aktivitäten unternehmen, also auch so für junge Erwachsene, war das auch sozusagen eine Motivation? Oder waren das alle glühende politisch Na, das Interessierte? war natürlich eine Motivation. Ja, selbstverständlich. Also dort hat es keine Geschlechtertrennung mehr gegeben in diesen Jugendorganisationen. Das war schon ein sehr großes Plus. Ne? War das also in der Jugendorganisation sowieso eigentlich, ich habe das in einer sehr schönen Erinnerung, so wie du erzählt hast, also diese Begegnungen, die es gegeben hat dann, wo man auch Jugendliche aus fremden Ländern kennengelernt hat. Ne? Das ist bei mir gewesen einmal, also 1973, da hat es die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin gegeben, also in der DDR damals. Da sind tausende Jugendliche zusammenkommen und das war also ein tolles Erlebnis. Also Programme noch und nöcher, also darf man es aussuchen können, also vom Konzert bis hin, also zu Diskussionsveranstaltungen und Kundgebungen. Also, und das war also ja, wirklich fantastisch. Also ich erinnere mich noch sehr genau so an den Einmarsch, das war so ähnlich wie bei der Olympiade, dort hat es das Stadion der Weltjugend gegeben. Und da sind dann so die einzelnen Delegationen einmarschiert halt in dieses Stadion der Weltjugend. Und was mich also besonders beeindruckt hat, das war damals eine große portugiesische Delegation. Portugal war zu der Zeit faschistische Diktatur, also die haben müssen illegal dorthin. Und dann sind die Leute aus Angola und Mosambik gekommen, aus den Kolonien. Also diese Verbrüderung dort, gell? Also das war was Tolles, also das war wirklich ein wunderbares Erlebnis und dann Angela Davis hat gesprochen. Da waren was halt 700.000 Leute, also das war schon was Großes. Bei mir war es entsprechend im konservativen Elternhaus eher Pfadfinder am Anfang und dann Alpenverein, also mit Lagerfeuer und Messer an der Seite und Schnitzen und irgendwelche Spiele und Abendsmusik am Feuer und so. Also teils romantisieren und teils behaupten jetzt rückblickend auch schon sehr konservatives Gedankengut weitergeben. Also zur recht deutlichen Abnabelung kommen später. Habt ihr noch eine Frage? Hat es damals in der Zeit Personen gegeben, mit denen Ihnen der Umgang verboten wurde oder nicht gern gesehen wurde?
Ich habe sehr liberale Eltern gehabt und bin, sehr noch ihnen weiß ich, jedes Verbot, das sie aufgestellt haben, musste ich leider brechen. Das habe ich in meiner Erziehung dann bei meinem Kind anders gemacht. Ich habe keine Verbote mehr aufgestellt. Also da gab es dann schon so die Tendenz, dann mit dem Heranwachsen von mir als Mädchen, dass der Vater gesagt hat, das und das sollst du nicht bringen. Und akkurat, das war der Trotz. Welche Personen waren das? Also das Verbot oder so die Warnung, besser gesagt, also vor bestimmten Personen, ist weniger also von den Eltern. Ich bin ja übrigens ja bei den Großeltern aufgewachsen, also weniger von denen gekommen, sondern es hat dann einfach auch also einen bestimmten Gruppendruck gegeben, wenn man irgendwo organisiert war. Also für mich war es damals so der Kontakt mit Kommunisten, da redet man nicht. Gell? Also Finger weg von denen. Gell? Und das waren irgendwie so die Aussätzigen. Ja. Macht das auch interessant. Aber also Verbote, wie du gesagt hast, letztendlich bewirken es eh nichts. Also nicht vieles macht es vielleicht sogar noch interessant. Also, ja, speziell. Ich erinnere mich noch an ein Jahr, 58, Herbst, ich weiß es noch genau, es war Katastrophe. Schule grässlich, überall schlecht und durchfallen und zu Hause Pubertät und keiner hat mich verstanden. Und ich hatte einen Freund, der war 2 Jahre älter und wir haben beschlossen, eines Tages, wir haben ab, weg. Haben uns in den Zug gesetzt, sind dann nach Wien gefahren. Erst einmal aufs Oktoberfest und ein bisschen blöd, das hat sich aufgegeben. Dann gesoffen und dann haben wir, was machen wir jetzt? Ja, wir haben einen Onkel in Frankfurt. Also eine lange Geschichte, kann ich nachher noch im Detail gerne erzählen. Auf jeden Fall, wir sind zurückgekommen, im Pferde geschlagen, aber unbesiegt. Mein alter Firmenbart, der hat mir auch gerade 70-Jährige, hat zurückgegeben. Am Bahnhof in Graz standen seine Mutter da und meine Mutter da und haben sich nicht angeschaut. Weil jeder hat gesagt, der ist schuld, der ist schuld. Keiner war schuld. Er wurde einfach weg. Wie sah denn damals das Fortgehen aus? Also ab welchem Alter war das interessant und wie tolerant waren die Eltern und wo ist man hingegangen? Interessant war es immer. Nein, schon. Es hat eingeschränkte Möglichkeiten gegeben. Also am Land war es überhaupt ziemlich reduziert. Da hast du die Möglichkeit gehabt, eben in der Jugendorganisation, das war also eine Gelegenheit. Dann haben wir bei uns also eine Dar gehabt und das war für, ja, das war das Nachtleben vom Montag und da hat es halt passieren können, dass dann einmal, also da war ich aber schon Lehrling, dann in der Früh aus der Bar nach Hause gegangen bist und die ersten Kirchgänger gemacht hast. Aber das war also bei uns ziemlich eingeschränkt. Aber man hat sich dann einfach einmal so getroffen, indem man irgendwo gezeltet hat. Und da haben wir uns nicht so sehr unterschieden. Also auch konservative Jugendgruppen und fortschrittliche Jugendgruppen, so ein Lagerfeuer oder was war für beide was Feines, und dort zu singen und zu quatschen halt bis in der Früh, das war schon was Tolles. Aber so ja, wirklich viele Möglichkeiten. Wir haben eine trickreiche Methode gehabt. Also da war erstens der Jugendverein und dann war das Musikinstrument, wo man sich getroffen hat. Dann war Turnen am Nachmittag, es war Gelegenheit zum Fortgehen. Und dann war oft der Chor am Nachmittag, hat man auch können fortgehen. Aber dann gab es den Sonntag. Und wir waren ganz fleißige Kirchengeher. Weil nach der Kirche gab es dann die obligaten Stadtrunden. Da sind in Knittelfeld, in der Innenstadt sind wir dann
nach der Kirche circa 2 Stunden im Kreis gegangen und die anderen Jugendlichen auch. Und bei jeder Runde hat man dann ein paar Worte gewechselt. Also mit Fuß, ist man so. Ja, zu Fuß, ja. Das ist eine Stadtrunde. Hauptplatz, Frauengassen, Kapuzinerplatz und Herrengasse. Das sind wir im Kreis gegangen. Das war toleriert, nicht? Von zu Hause aus. Bezieht sich jetzt Fortgehen auf sowohl tagsüber als auch abends oder speziell abends? Speziell abends eigentlich. Ja. Also ich sage jetzt einmal, mit 14, 15 war es noch nicht angesagt. Zu Hause irgendwie schlafen, Schulgehen. Aber natürlich aus dem Fenster geklettert, irgendwie nachts, und dann fortgegangen und irgendwie schon auch Ball gegangen und getanzt, irgendwie Anzug schon so. Dann hat man aber außen an der Wand hat man dann gesehen, so Kratzspuren von den Füßen. Das ist so peinlich. Oder mit Freunden in die berüchtigten Beiseln. Bohem. Ja, bloßfüßig im Wasserschaffel. Ja. Da wurden alle Künstler, alle Psoofs, alle Outlaws, alle waren dort. Und wenn es zu arg war, und da schon wieder reingehen, hat sie diese Hochziphonflossen und die Schreihähne hat sie dann geschnitten. Kaum Gebiss gehabt, die Frau. Das war legendär. Und der, wie soll ich sagen, Top war dann eines Abends. Ich war gerade am Sprung, schon am Fensterbrett sitzend, Licht war aus und ihr Vater kommt durchs Wohnzimmer, macht mal Zimmertür auf und immer, jetzt ist es aus. Aber er hat Gott sei Dank nicht, er hat irgendwie so vom Fenster in Richtung Bett und so, ich schlaf schon. Ich habe wieder zurück, muss ich wieder gegangen. Also wir müssen jetzt wirklich schon zum Abschluss kommen. Ich möchte trotzdem noch zur Schlussrunde, Schlussfrage an euch. Wenn ich jetzt eben so diese Ideale, ja, also wie gesagt, für mich ist ja doch auch so die 68er, dieses Aufbruch, politische Aufbruch in Vietnam, Musik, Mode, in allen einfach so emanzipatorische politische Bewegungen. Wenn ihr das jetzt vergleicht mit der Jetztzeit, wo habt ihr das Gefühl, also was vermisst ihr in der Jetztzeit von dem, was damals für euch wichtig gewesen ist, sag ich mal, auch so in diesem gesellschaftspolitischen Kontext? Ich überlege gerade, was ich vermisse. Das ist schwer zu sagen. Also, was man vermisst, natürlich die Jugend vermisst man. aber ansonsten waren es ja nicht immer so tolle Zeiten. Also, muss man auch sich eingestehen. Ne? Rückblickend schaut das alles immer ein bisschen verkehrter aus, als es wirklich war. Ne? Also wir haben zum Teil durchaus beengt gelebt. Also schon. Und das 68, also was immer wieder angesprochen wird, also diese Rebellion, die hat uns ja nur sehr am Rande gestreift. Die Zentren waren ja ganz woanders. Die waren in Frankreich, in Deutschland, in Berlin vor allem auch. Da hat sich das abgespielt. Bei uns ist das irgendwie, ja, das waren so zarte Ausläufer, die wir gespürt haben. Und also wenn ich jetzt versuche, das irgendwie mit dem Heute zu verbinden, dann muss ich sagen, also es gibt einerseits Enttäuschung, auch enttäuscht von Menschen, die sich sehr rebellisch gegeben haben und sich dann völlig angepasst haben, die also ihren Marsch durch die Institutionen, den sie so angekündigt haben, sehr sorgfältig gewählt haben, dass halt keine Karrieremöglichkeit ausgelassen wird. Und viele, wenn sie heute über 68 reden, hat man so den Eindruck, das ist irgendwie, wenn der alte Kameradschaftsbündel über den Krieg reden. Und da ist aber nichts mehr an Substanz da. Also das Rebellische ist bei vielen einfach weg. Das war zum Teil sicher auch Mode.
Und man hat oft also auf jene heruntergeschaut, die halt diese Mode nicht so forciert haben und so mitgemacht haben, aber in ihrem konkreten Leben also viel revolutionärer waren, als die, die sich als solche gegeben haben. Also so gesehen, ja, es war eine durchaus interessante Zeit, aber nicht etwas nichts mehr aufbauen. So. Mhm. Keine Zeit, der man unbedingt jetzt auch dran muss. Danke. Noch einmal anknüpfen. Für mich hat sich ja Politisierung, Wahrnehmen von gesellschaftlichen Widersprüchen, an alternativen Denken, alternativen Kennenlernen, Schätzen lernen, analysieren, versuchen anzuwenden, sehr, sehr spät überhaupt eingestellt. Also 68 war ich 24, 69, 25, Studienzeit beendet. Dann sind diese Dinge wirklich herangekommen und also was du gesagt hast, bei uns hat sich das als kleines Echo, in Wien haben sie auf den Unitisch geschissen, woanders hat es Straßenkämpfe gegeben, in Berlin haben sich die Köpfe eingeschlagen, Jubelperser und Polizei mit Helmen und bei uns, wir sind gesittet an den Tischen der Professoren gesessen, weil wir als Studenten eine Beteiligung sozusagen an den Konferenzen durchgesetzt haben, ganz höflich und freundlich. Erst zwei Jahre später, wie ich dann nach Köln gegangen bin, um zu arbeiten, also bin beim Fernsehen gelandet, dort hat sich das dann zugespitzt und ich konnte das, was ich glaube, aufgeschnappt zu haben, in eine konkrete Arbeit. Also ich habe dann dezidiertes linkes Fernsehprogramm gemacht. Ich war Musikredakteur beim WDR und habe es viel mehr gemacht über Songgruppen, über Straßenmusikanten. Also da hat sich das dann sozusagen die Revolte in eine audiovisuelle Medienarbeit niedergeschlagen. Hält zum Teil schon bis heute noch an. Mhm. Danke. Ja, mir ist noch gut in Erinnerung, ich habe 68 maturiert und der Klassenvorstand hat den Fehler gemacht und stellte die Frage, wohin werden wir denn fahren? Und das kam dann unisono, wir fahren nach Paris, sind wir dann aber nicht gefahren. Und das zeigt sich irgendwie, ich auch war damals der Meinung, wir können die Welt verändern. Was mir hängen geblieben ist aus der Zeit ist, dass ich immer probiere, an alle Menschen vorurteilsfrei heranzugehen. Ich gelernt habe in der damaligen Zeit, ohne Unterschied der Herkunft, des Aussehens, der Behinderung, das ist mir geblieben. Die Enttäuschung ist da, weil diese Revolution, die ich da angekündigt habe, ich nicht durchgeführt habe. Manche Revolutionskinder hat der eigene Fortschritt gefressen. Das habe ich auch beobachtet in meinem Umfeld, aber ja, und ich verglichen mit der heutigen Zeit, ich sehe auch heute, dass es kritische Jugendliche gibt, so wie damals, ganz gleich. Ein Wort noch, ein letztes Wort, nur zum Vergleich, also mir ist auch sozusagen die Vielfalt heute manchmal verdächtig. Nehmen wir jetzt den Medien her, ja. 367 Fernsehkanäle, damals hat es drei gegeben. Also sozusagen die Verführung zur Zersplitterung und zur Diversität und zum verloren sein können, ja, anstatt sozusagen sich irgendwas vorzunehmen, was man jetzt klar analysiert, oder da sehe ich auch eine große Gefahr dran. Ich würde dafür immer viel weniger Tageszeitung jetzt. Ja, ich sehe schon, wir können ein paar Stunden weiter diskutieren. Danke auf jeden Fall für auch diesen bohemen Ausbruch der Begeisterung. Also muss ich glaube ich noch nachfragen, wie es da wirklich zugegangen ist. Und für diese Einblicke in eure Jugendzeit. Und danke auch an eure Fragen und danke fürs Dabeisein.